Hallo meine Freunde, zu diesem Anruf möchte ich vorher kurz etwas erzählen. Es handelt sich jetzt hier nicht um den üblichen Stromverkauf oder um den üblichen Kreditkarten-, Zeitungs- oder Reisenbetrug. Heute geht es darum, dass wir bei einem Gewinnspiel, bei einem Produkttest, bei irgend so etwas mal Interesse daran bekundet haben, uns bei einer Gleitsichtstudie, also für Brillen, teilzunehmen, weil Herr Maulwurf kann hier nicht mehr gut gucken. Und jetzt kommt dadurch ein Verkaufsanruf zustande, wo diesem alten senilen Mann ein Abo für Gleitsichtbrillen aufgedrückt wird. Und das Geschäftsmodell besteht darin, die Vermittler, die dich anrufen, die kaufen die Daten bei den Datenhändlern, rufen an, machen für dich Termine beim Optiker, der vielleicht 30 Meter weiter ist, und kassieren in dem Fall, dass du dir so eine Gleitsichtbrille kaufst, die nicht wenig Geld kosten, dicke Provision. Ich möchte sagen, das ist kein Betrug, was diese Leute machen, aber der Anruf ist illegal verboten und die generieren eben damit, dass Menschen in irgendwelchen Datenfallen landen, ein Schweinegeld an Provision, ohne überhaupt irgendeine nennenswerte Arbeit zu leisten. Die rufen nur an, sagen, hier kannst du hingehen, was jeder Mensch auch selber machen könnte, und kassieren dafür. So, viel Spaß, ich möchte auch gar nicht weiter volllabern. Denkt bitte dran, einen Kommentar zu hinterlassen, das Video zu bewerten. Und wenn ihr Spaß hattet, könnt ihr es auch gerne irgendwo mal teilen, denn je mehr Menschen wir erreichen, desto weniger können auf irgendeinen Scheißdreck reinfallen, sei es Datenfallen oder Callcenter-Anrufe. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, hallo. Spreche ich mit Hans-Richard Kiefer? Ja, wer ist da bitte? Hallo. Sie hatten sich ja mal bezüglich einer Gleitsichtbrille in einer Flatrate-Variante bei uns interessiert. Ist das noch nach wie vor richtig? Eine was bitte? Eine Gleitsichtbrille. Ich kann nicht so gut hören. Okay, es geht um eine Gleitsichtbrille. Sie haben sich mal für eine Gleitsichtbrille interessiert. Ja. Genau. Besteht denn noch Bedarf für eine Gleitsichtbrille? Ja, meine ist ja im Prinzip verloren gegangen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Ja. Dann würde ich einmal schauen, welcher Optiker in Ihrer Nähe mit uns zusammenarbeitet. Ja, ich bin ja sonst immer zu viel Mann gegangen. Aber die haben jetzt ja so eine Treppe, da komme ich nicht mehr hoch. Okay. Dann muss ich mal schauen. Der nächste Optiker, die beiden nächsten Optiker habe ich in Baden-Baden. Ja, da wohne ich ja. Das ist gut. Das ist der Schrodin und Wersig Optik und einmal der Schrodin und Schulz Optik. Der eine ist in der Luisenstraße. Ja. Und der andere ist in der Rheinstraße. Welcher ist denn näher für Sie? Ja, ich habe noch nicht ganz verstanden, was ich da jetzt machen soll. Also, da geht's um ein Beratungsgespräch bei einem Optiker, zwecks der Brille. Ja, und wann wollte der denn kommen? Nein, dann müssten Sie hingehen. Können Sie denn überhaupt zu einem Optiker hin? Ja, bin ich schon öfter gewesen. Und was soll der dann seine Kontrolle durchführen? Genau, einen Sehtest machen und dann würde er gucken, wegen der Brille. Ja, und wann denn? Das müssten wir gleich schauen, wann es Ihnen passt. Ja, ich hab ja im Prinzip immer Zeit, nicht wahr? Okay. Dann schaue ich einmal, wann er den nächsten freien Termin hat. Ich muss mich halt nur rechtzeitig abmelden, aber das ist ja kein Problem im Prinzip. Ja, natürlich, kein Problem. Nicht wahr? Ich könnte ihn... Ja? Ja. Ich könnte ihn... diese Woche Freitag um 9 Uhr anbieten oder am Samstag um 11 Uhr. Ja, aber so spät, haben die Geschäfte da denn noch offen? Ja, 9 Uhr vormittags. Ach so, weil ich, ja. Ich komme aus Hamburg und da ist das die Uhrzeit, da ist 11 Uhr immer abends, weil ja, verstehe. 11 Uhr morgens sind die immer alle noch betrunken und schlafen ja im Prinzip. Verstehe. Das ist ja die Reeperbahn und so, nicht wahr? Da kommen sie noch vom Kiez, ja? Ja, sind sie da schon mal gewesen? Ja, natürlich. Ja? Vielleicht haben Sie da zufällig, ne, meinen Freund Roland kennengelernt. Der ist ja der Türsteher gewesen. Ah, okay. Das weiß ich. Ich glaube nicht, nein. Ja, wenn Sie da von denen nicht auf den Deckel gekriegt haben, dann können Sie ja froh sein, dass Sie sich da nicht dran erinnern.
Nee, da habe ich zum Glück noch keine Erlebnisse in die Richtung gemacht. Da kann ich Sie ja im Prinzip nur herzlich zu beglückwünschen, weil das möchte man ja ungern erleben, sowas. Da haben Sie vollkommen recht. Natürlich habe ich recht. Sagen Sie, weswegen hatten Sie angerufen? Wegen der Brille. Ja, wann haben Sie die gefunden? Nein, es geht um den Termin beim Optiker für eine neue Brille. Ach so, haben die nicht mehr gefunden? Nein, wir haben keine Brille gefunden. Das ist sehr schade, aber es ist sehr schön, dass Sie zurückrufen. Ich hatte das ja gemeldet, dass mir die... Ich glaube zumindest, dass das bei Ihnen gewesen ist, wo mir die abhanden gekommen. Das ist mir auch sehr peinlich im Prinzip. Das ist nicht schlimm. Jetzt solange ich Ihnen da jetzt ja keine Unannehmlichkeiten mache, weil Sie haben in so einer Sauna ja sicher auch andere Aufgaben, als, sag ich mal, meiner Brille hinterher zu telefonieren. Nee, es geht auch um einen neuen Termin bei einem Optiker, damit Sie eine neue Brille bekommen können. Ja, die muss ich ja auch haben, wenn die andere nicht bei Ihnen sich angefunden hat. Genau. Und da wollte ich jetzt schauen, ob wir den Termin nicht bei dem Optiker in Baden-Baden in der Rheinstraße machen können, damit Sie eine neue Brille bekommen. Ja, muss man sich da jetzt anmelden? Ich bin da sonst immer so hingegangen. Ja, es müsste man nur, damit Sie da nicht dahin gehen und er hat einen Kunden und Sie wieder wegschicken muss, wissen Sie? Ich hab ja Zeit, das ist ja, ich nehme meinen Klappstuhl mit und dann kann ich da ausharren. Das wäre ja nicht das Problem, aber ist ja natürlich schöner, wenn man da, sag ich mal, standesgemäß empfangen wird. Genau. Da war die Frage, ob Sie denn morgen um 9 Uhr vormittags oder um 11 Uhr vormittags am Samstag hinkommen könnten. Ja, aber morgen ist doch gar nicht Samstag. Nein, morgen ist Freitag. Und da kann er um 9 Uhr und am Samstag kann er um 11 Uhr Vormittag. Morgen ist Freitag, war gestern nicht Dienst. Ich komme ganz durcheinander. Das ist nicht schlimm. Sonst gehen Sie einfach zu dem Optiker, wenn Sie Zeit haben, ja? Ja, und was soll ich denen dann sagen? Naja, Sie brauchen doch jetzt eine neue Brille, oder habe ich das falsch verstanden? Ja, ist die bei Ihnen gefunden worden? Nein, leider nicht. Können Sie vielleicht morgen nochmal nachgucken? Das können wir machen, ja. Weil das wäre ja im Prinzip nicht gerade verkehrt, weil die ist ja mit Sehstärke, da kann ja sonst keiner was mit anfangen. Das ist richtig, ich glaub, aber kann das mal, nicht viele Menschen Augen wie so ein Maulwurf haben? So wie ich das im Prinzip ja habe. Die sagen ja immer Herr Maulwurf zu mir, weil ich so schlecht gucken kann. Oh nein, das ist aber fies. Also ich bin ja schon ein ziemlicher Maulwurf. Ich verkrieche mich ja auch gerne, weil ich halt nicht mehr so gut gucken kann. Und deswegen okay. Ist ja die Frage gewesen, ob die bei Ihnen angekommen ist, dass die da die Putzfrau vielleicht gefunden hat. Nein, bei uns sind keine Brillen angekommen. Ich glaub... Können Sie vielleicht an der Rezeption noch mal kurz nachfragen? Ich würde so lange warten. Nein, ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich rufe vom Brillendie an, weil ich fragen wollte, ob Sie Bedarf an einer neuen Brille haben. Ja, ich hätte meine gerne wieder. Die kann ich Ihnen leider nicht wieder beschaffen. Aber Sie können mit der doch gar nichts anfangen. Ich würde ja auch Finderlohn geben. Das ist richtig, aber ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich verstehe mich nicht so wirklich. Es geht um eine Brille, die Sie sich bestellen könnten. Ja, wo denn? Bei einem Optiker. Und die kommt dann mit Amazon, oder wie? Nein. Die wird dann beim Optiker hinterlegt und Sie würden sie dann beim Optiker auch abholen. Haben die keinen Bring-Service? Weil ich kann ja nicht mehr so gut laufen. Nein, nicht, dass ich wüsste. Das tut mir leid. Ja, da muss ich halt meinen Enkel schicken. Muss der denn, sag ich mal, meinen Ausweis mitbringen, dass der die abholen kann? Hallo? Hallo, Herr Käfer, ich drücke Ihnen die Daumen, dass die Brille eventuell doch gefunden wird. Falls nicht, dann müssten Sie zum Optiker und eine neue Brille bestellen, ja? Ja, wie lange sind Sie denn da heute noch? Dann würde ich die jetzt gleich abholen kommen. Bin ich ja sehr froh, dass die bei Ihnen aufgefunden wurde.
Nein, es wurde hier keine Brille aufgefunden. Sie verstehen mich falsch. Ja, warum reden Sie denn dann seit 8 Minuten mit mir? Weil ich Ihnen versuche zu erklären, dass ich einen Termin bei einem Optiker für Sie machen wollte, zwecks einer neuen Brille. Ja, die kann ich dann wieder so eine haben, wie meine das war. Eine genau solche wird es wahrscheinlich nicht sein, nein. Auch wenn ich habe ja da im Prinzip diverse Bilder, wo ich die aufhabe. Kann man das da hinkriegen? Das müssten Sie aber mit dem Optiker dann direkt abklären, ja? Und da kommt gerade mein Enkel, warten Sie mal. Dorian, die haben meine Brille gefunden, kannst du die abholen? Hallo? Hallo, Dorian hier. Wo kann ich die denn abholen kommen? Mein Opa freut sich total. Wir haben keine Brille gefunden. Ihr Opa scheint mich nicht richtig zu verstehen. Der hat gesagt, Sie haben die gefunden und ich soll die abholen. Nein, wir haben keine Brille gefunden. Ich rufe vom Brillen.de an, weil ich fragen wollte, ob Bedarf an einer neuen Brille besteht. Ja, weil er seine verloren hat, ja bestimmt. Genau, aber er schweift immer ab, weil er immer denkt, dass ich eine Brille gefunden habe. Aber wir haben keine Brille gefunden. Ich würde Ihnen raten, wenn die Brille weg ist und er eine neue Brille braucht, dass Sie mit ihm einmal zum Optiker gehen. Ach so, also haben Sie die gar nicht? Nein. Opa, die haben deine Brille gar nicht. Wie bitte? Gib mir. Hallo? Sie haben doch zu mir gesagt, dass Sie meine Brille gefunden haben. Nein, ich habe Ihnen mehrfach gesagt, dass ich keine Brille gefunden habe. Wie bitte? Wir haben keine Brille gefunden, Herr Käfer. Ja? Ich glaube, wir reden aneinander vorbei. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch einen schönen Abend, ja, und drücke Ihnen die Daumen, dass die Brille gefunden wird. Ja, ich komme dann kurz zu Ihnen, die abholen. Aber wo wollen Sie denn hinkommen? Es wurde keine Brille gefunden. Na, zu Ihnen, zur Sauna. Nein, wir sind keine Sauna. Da habe ich die doch aber verloren. Hallo? Herr Käfer, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ja? Ja, das den wünsche ich Ihnen Sinn. Auch. Sie verstehen mich leider nicht. Ja, schönen Abend noch. Wie bitte? Tschüss, schönen Abend noch. Hallo? Hallo?